Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf zumfachwirt.de. Mein Name ist Jasper Quast. In diesem Video geht es um das Thema Besitz und Eigentum. Was sind da die Unterschiede? Falls Sie Interesse an kostenlosen Mindmaps haben, finden Sie einen Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir legen direkt los. Besitz und Eigentum sind elementar wichtig im Bereich Recht. Wir fangen mal an mit dem Begriff Besitz. Der Besitz ist die tatsächliche Gewalt über eine Sache. Ein Besitzer ist also zum Beispiel ein Mieter, ein Finder oder auch ein Dieb, da sie jeweils die Sache beherrschen. Das heißt, wenn ich etwas finde, ein Handy auf der Straße zum Beispiel, dann bin ich der Besitzer. Ich bin nicht der Eigentümer. Aber ich bin der Besitzer, weil ich die Sache gerade in Besitz habe. In der Wohnung, in der ich hier gerade sitze, das ist nicht mein Eigentum. Ich habe sie nur gemietet. Aber ich bin jetzt gerade tatsächlich Herrscher über die Sache und damit eben Besitzer. Sie finden diese Regelung unter Paragraph 854 BGB. Die Besitzerlangung ist kein Rechtsgeschäft, sondern ein sogenannter Realakt, da es nichts mit Recht zu tun hat, sondern einfach einen faktischen Vorgang, Zustand beschreibt. Also, dass jemand in Besitz einer Sache ist, ist nicht die Folge eines Rechtsgeschäfts, dass man sich einigt darüber oder so, sondern ist einfach nur die Beschreibung von dem Fakt, dass derjenige im Moment im Besitz dieser Sache ist. Das ist die ganze wichtige Definition dahinter. Und ja, für den Besitz ist eben egal, wie man ihn erlangt hat. Wenn Sie morgen auf der Straße ein nicht angeschlossenes Fahrrad sehen und Sie nehmen sich das und fahren damit durch die Gegend, sind Sie Besitzer des Fahrrads. Gut, wer eine Sachherrschaft unmittelbar ausübt, ist der unmittelbare Besitzer. Das ist jetzt einfach nur eine Definition, die Sie lernen müssen. Also er ist unmittelbar in Besitz. Muss ein anderer die Gewalt über die Sache übernehmen, zum Beispiel wegen eines Dienstverhältnisses, ist dieser ein Besitzdiener. Das sind alles Begrifflichkeiten, Fachbegriffe und Fachbegriffe am besten immer auswendig lernen. Das ist eine Definition. Er besitzt die Sache für den eigentlichen Besitzer, Schrägstrich Eigentümer, zum Beispiel zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel wie ein PKW fallen darunter. Er ist nach Paragraph 868 BGB ein mittelbarer Besitzer. Ja, das sind hier die wesentlichen Begriffe, die man beim Thema Besitz haben muss. Wenn die Aufgabe einfach nur heißt, erklären Sie den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, dann müssen Sie ja nicht mit unmittelbarem und mittelbarem Besitzer kommen. Da ist dann wirklich nur gefragt, in den meisten Fällen eben nach der grundsätzlichen Erklärung, die wir gerade schon auf der vorherigen Seite hatten. Ein weiteres Beispiel wären eben Mieter und Vermieter für diesen Sachverhalt. Damit kommen wir jetzt zum Eigentum. Das Eigentum ist das vollständige Herrschaftsrecht über eine Sache. Man ist Eigentümer. Der Eigentümer kann im Rahmen der Gesetze nach seinem Belieben über die Sache verfügen. Kann sie also verkaufen, kann sie verleihen oder was auch immer machen. Also ein Eigentümer muss nicht unbedingt im direkten Besitz der Sache sein. Er kann jemand anderem den Besitz verschaffen, erlauben. Das ist der wesentliche Unterschied erstmal. Nur der Eigentümer ist tatsächlich dazu berechtigt, die Sache zu verpfänden oder das Eigentum oder den Besitz an der Sache zu übertragen. Da sind wir nämlich dann wieder im Bereich von Rechtsgeschäften. Während der Besitz selbst erstmal kein Rechtsgeschäft ist, sondern eben ein Zustand, ein Fakt, ist das Eigentum immer an Rechtsgeschäfte und eben das Herrschaftsrecht gekoppelt. Das ist der wesentliche Unterschied. Sollte hier irgendetwas unklar geblieben sein, Entschuldigung, dann können Sie mir gerne in den Kommentaren oder auch so eine Nachricht zukommen lassen. Ich helfe Ihnen gerne und falls Sie irgendwelche Fragen zu meinem Kursangebot haben, beantworte ich die natürlich auch gern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.